Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015 weiter mit Klaus und Jan. Jawohl. So. Irgendwie so. So. Irgendwie. So. Zack und Rückwärtsgang. Oh, hallo, McFly, komm. Geht doch. Oh. Ja. Geht echt wahnsinnig schnell, ne? Ja. Muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen mit dem von Jens. Also ich finde hier den Kran besser. Echt? Also der backt nicht so rum wie am Jens-Hexer, da Leute Drecksing. Weil das ja der Kran ist, den warte du mal, ja ich bleib hast. Da vor, bleib da mal vorstehen. Das wäre nicht schlecht. So, dann kann ich da mal richtig reinsammeln. Ja, dann kann ich nämlich jetzt erstmal... Und der ist noch nicht voll. Okay, dann bringen wir jetzt erstmal den Dingens weg. So, Rückwärtsgang. Gags. Gas und Spaß, Mädels. Oh, Scheiße, das habe ich aber übertrieben. Da habe ich die Schaufel aber voll gemacht. Okay. Und so, ich habe langsam die... fallen. Ich habe die Hälfte der Haufen, über der Hälfte der Schaufel. Holz, was bei dir liegt, habe ich mit in der Schaufel. Okay. Wie konnte man denn nochmal diese ganzen Ansichten F1 war ausblenden, ne? Ja. Ja. Ah. Aber dem Deutz, was mich ein bisschen stört, sind nur die Spiegel, ne? Weil die gar nicht stimmen. Ja. Sonst das Teil absolut genial, Leute. Aber die Spiegel... passen gar nicht. Hallo, Häcksler, warum häckselst du nicht? Ach, wir haben Verstopfung. Verstopfung? Dann hilft nur eins, und das ist ein Einfluss. Ah, ah. Ultrasauger da. Oh, da haben wir ein bisschen doll. Oh, was mache ich denn jetzt? Ein bisschen doll eingelenkt. Oh, ich bin falsch gefahren, Leute. Oh, man merkt, 2 Wochen die Karte nicht gespielt. Alter, wenn du von innen fährst, denkst du, er hat ganz wenig gelenkt beim Dolz, hat aber schon richtig viel eingelenkt. Irgendwo ein Lager auf. Ach, hier. Abkippen, Mudi. Oh, da kommt Jan. Oh, da steht New Holland. Fahr alles kaputt heute. Nur der Kaputtfahrer. Hm. Ja, extra will mich auch gerade verarschen. Warum? Er will gerade keinen Baumstamm mehr haben.
War voll? Nö. Okay. Kann ja sein, dass er voll ist oder dass er deswegen abspackt. Ah, jetzt. Weil dürfte schon wieder gut was drin sein, ne? Nö. Gerade einen Fehler gefunden. Solltest du ihn anmachen? Nee, mehr wie drei, dann macht er Probleme. Okay. Die passen dann nicht durch die. Durch den Häcksler durch. Boah, nimm mal drei solche Stämme in echt, Alter, und hau die mal in den Häcksler. Ja, das ist es ja, weil ich das gerade übertrieben habe. Ich habe ja die ganze Schaufel da voll reingeknallt. Ja. Na gut, wenn man sich probiert, weiß man es nicht. Ganz einfach. Also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Erster. Wenn du nur dahin übers Feld knallst. Feldwege. Offizielle Feldwege. Hechfahrstraße. Und geil hier zu fahren. Ich mag einfach diese Landschaft auf dieser Map. Keine Ahnung warum. Die hat's mir echt angetan. Jan. Wartet kurz. Ich will da erst die Plätze haben. Kommst hier raus, ne? Ja, okay. Jan, voran. Nimm mich mit, liebes Förderband. Klaus? Ja. Zu Bunny Hop? Nö. Wenn nur, dass ich die da wenigstens richtig reinkriege. Kran rüber machen. Hallo, könntest du das mal nehmen, bitte? Gleich noch ein paar Bäume. Ja, yeah. Mein Gott, diese Kaffeehose. Wir holen immer wieder so ein paar. Wow, Hexter. Was macht der? Ey Leute, wir haben den. Nimm den LKW mal. Häng mal den Dolly ab und nimm mal den LKW, Klaus. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, dass das da irgendwie an dem Dolly liegt, weil der Dolly schwebt. Oder braucht man da gar nichts ranhängen? Ja, normal doch. Komm, Baby, komm. Großen Wendekreis. Und wie gern, wie schmeckt dein Hamburger? Warum komme ich nicht zurück? Da liegt, glaube ich, irgendwas, Klaus. Hey, ist nichts. Ah, jetzt bist du schon in den Stämmen drin, ne? Aber nicht so. Ah, so. Zurück noch. Hey, scheiße. Weil du hier Stämme hast. So. Weil die flattern gerade überall rum. X.
Hast du wieder einen Stamm da vorliegen? Jo, dann hol ich gleich wieder Zange weg. Hebt er jetzt in den LKW an, oder? Ja, der LKW, der schwebt ein bisschen. Also ich kann hier Vollgas geben. Ja, gut. Dann werden wir jetzt mal sehen, ob das jetzt besser funktioniert. Irgendwie dreht sich das Förderband schneller, oder denke ich das nur mit dem LKW dran? Das kann ich nicht sagen. Naja. Die Anzeige ist schon voll. Weiß ich nicht, nee. Wir haben ja echt noch nicht viele Bäume hier weggemacht, ne? Ja. Wenn man überlegt, wie viel gehäckseltes das aber schon ist. Und sind gerade bei uns hier in der Straße auch zugange und machen das den ganzen Tag schon. Reißen beim Nachbarn die ganzen Bäume weg. Boah, ich glaube, die müssen auch weg. Weil wenn draußen windig ist, Alter, biegen sich die Dinger wie so ein Flitzebogen. Oh. Ja, und das als Tannen, ne? Also das ist... Irgendwann machen sie einen Sittich. Ja, dann macht's aber knack. Und dann wo fliegen sie. Ja, dann fliegen sie bei den Nachbarn auf die Häuser, ne? Lieber wegmachen, ja. Und neue Pflanzen. Dann, no, dann wird's teuer, teuer, teuer. Ja. Versicherung, die freut sich. Ich finde das auch gar nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, warum sich manche Leute darüber aufregen. Ja, die Bäume sind schon alt und... Ja, das stimmt schon, Leute, aber sie können auch einen mega Sachschaden verursachen. Ja, wo sich keiner drüber freut. Man muss auch immer das so nehmen, umso mehr Versicherungsschaden gemeldet werden, umso teuer werden einfach unsere ganzen Versicherungen. Dann lieber wegmachen lassen. Ja. Was weiß ich, du kriegst ja meistens, so viel bezahlst ja meistens gar nicht mehr für die Bäume wegmachen, weil die es ja verwenden für, hier Pedals machen oder Brennholz. Nur Hackschnitzel und so Mist. Genau, bezahlst ja gar nicht mehr so viel dafür. No. Und dann lieber wegmachen, dann pflanzt du halt neue. Ja, Auflagen hast du ja sowieso, du musst ja Bäume pflanzen, hier in Deutschland. Mhm. Sonst meldet das ja irgendeiner, wo bei mir hier die zwei Tannen ja umgefallen sind, muss ich auch neue pflanzen. Aber ich brauchte keine Tannen von uns. Äpfel und Birnen und so ein Kram, ne? War dann Pflicht. Mhm. Also ich habe halt nachgefragt. Ich habe lieber ein paar Obstbäume wie diese blöden Tannen. Klar, jetzt sagen viele, ist aber pflegeleichter und so. Ja, stimmt schon, aber mein Gott, mal in den Garten gehen und einen frischen Apfel essen. Ja, gibt nichts Besseres. Wollte ich gerade sagen, mache ich gerne. Ja, habe ich lieber einen Apfelbaum. Mein Gott. Na, was habe ich denn gepflanzt? Zwei sind weggemacht worden. Ich habe einen Kirschbaum und einen Apfelbaum gepflanzt. Einen Birnenbaum hatte ich auf dem Grund. Oder habe ich auf dem Grundstück, ne? Ja. Mehr pflanze ich nicht. Also, wenn ich finde, also wenn die Birnenbäume so riesig sind und im Sommer voll mit Wespen sind, ne? Ja. Oder ein Kieskotzen. Aber du musst eigentlich. Bei den Birnenbäumen musst du eigentlich nur aufpassen oder früh genug anfangen zu pflücken. Oder ja. Deine Scheiße vom Rasen runterholen, ne? Dann geht das eigentlich, finde ich. Weil wenn du siehst, dass die welche runterfallen, gehst du halt jeden Tag nach draußen, sammelst ein paar ein und ist gut. Meine Eltern haben früher alles abgegeben. Wir hatten früher mega viele Bäume, meine Eltern. So Äpfel, Birnen, alles. Wir haben das früher abgegeben an Getränkefirmen. Mhm. Und dann haben wir Apfelsaft bekommen, frisch gepressten und all so ein Kram, ne? Ne, das haben wir früher auch zum Teil gemacht. Aber echt viel. Also wenn ich mir überlege, Alter, wir hatten glaube ich 8 oder 9 Apfelbäume. Wie viele? Das war echt Wahnsinn. Also da auf dem Land. Was solltest du auch sonst damit machen? Aber wenn du dir überlegst... Oh! Das soll mir mal einer nachmachen. Den Baumstamm unter meinem Fahrzeug. Hab's gerade so gesehen. Lang zu legen. Was soll's denn auch damit machen? Vergammeln lassen? Also... Vollschaden ist schade. Viel zu schade dafür. Wenn das mehr machen würden, würden die Getränke auch billiger werden. Ah, nein, 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 nein,
Bewegt sich der Hexer jetzt noch oder geht. Nö. Ja, dann also bis jetzt nicht, also ich räume hier gerade mal mit dem kleinen Fuselzeug immer weg. Na gut, dann müssen wir uns halt merken, dass wir den jetzt immer mit dem LKW bewegen. So, wir sagen ja, schon wieder vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge hier bei Landwirtschaftssimulator mit Klaus. Und jawohl. Und ja, schaltet übermorgen wieder ein hier bei Ackerndorf. Und vergesst nicht hier unsere Old Map zu gucken, Leute. Da gibt es auch ständig neue Mods. Zurzeit sind wir fleißig was mit Mods zu tun. Ne? Der Klaus, der sucht und macht und tut. Jawohl. Also man kann eigentlich sagen, alle sieben Folgen gibt es neue Mods eigentlich. Ja, klar. Immer bei einer neuen Aufnahmen-Session. Genau. Also so sollte es normalerweise mal sein. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ist nicht nur hier ständig neue Mods, sondern auch bei der Old Map. Ich glaube sogar bei der Old Map zurzeit mehrere Mods. Also hier ist ja immer stellenweise mal einer oder so. Und bei der Old Map sind es wirklich... Ja, letztes Mal waren zwei, ne? Oder drei sogar. Ja. Die wir vorgestellt haben. Also daher schaltet auch da ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.